Krieg du schnell den letzten Blick zurück. Was hast, kommt das erste Sinn, wenn du Sonntag denkst? Ja, Glücksgefühl. Riesige Befreiung durch diesen Sieg. Und ja, es hat auch noch gut an. Das mit der Latte, das wird sicher in die Geschichte eingehen. Du warst ja namhaft dort noch beteiligt. Ja, ich glaube, wir müssen am Platz war noch mal fragen, ob wir vielleicht noch die Latte ein bisschen aufsetzen können, dass es das nächste Mal ein bisschen mehr geht. Sicher ein neues Kapitel kommt morgen gegen den FC Köniz im Schweizer Cup. Sehr unangenehmer Gegner. Du kennst den Verein und die Mannschaft ein bisschen? Ja, ich kenne zwei, drei Spieler von früheren Zeiten her und den Trainer noch. Und, ja, x-mal dort gespielt mit Testspielen gegen Schachtar Donetsk etc. Und ja, bestens bekannt. Was sind die Gründe, dass so manche Super League-Club dort eigentlich aus dem Wettbewerb rausgeflogen ist? Ja, es ist eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern, die Super League-Erfahrung haben, und junge Talente, die es nicht ganz geschafft haben in den Super League-Clubs. Und da muss man extrem aufpassen, weil sie können schon mit individuellen Klassen Unterschied machen. Vor allem das Umschaltspiel von der Könitzer ist bekannt. Wie begegnet man dem? Ja, mit offensivem Pressing muss man sicher da agieren. Hinten gut stehen, dass wir keine Konter bekommen. Und probieren, unser Spiel aufzuziehen wie gegen St. Gallen.